Wir kommen nun heute zum letzten neuen Klicker erst einmal in dieser kleinen Miniserie und der letzte Klicker ist Sombeidel. Mal sehen, ob das Spiel tatsächlich das Versprechen, was dieser etwas reißerische Teaser bei Steam ankündigt, auch einhält oder ob das letztlich wirklich nur eine Werbekampagne ist und das Spiel nicht einen solchen Humor verfolgt. Aber gleich weiß ich mehr, also auf zu Sombeidel Remonstered. Und auch hier gibt es wieder 35 Errungenschaften. Mal sehen, wie viel ich jetzt im ersten Anspielen bereits erreichen werde. Gewöhnlich? Was sind denn das hier? Okay, gucken wir nochmal das Ganze in Englisch an. Okay, Apply Settings zu gewöhnlich. Ja, ich würde sagen, die Übersetzung ist Murks. Also, gucken wir nochmal. Sexy HD-Grafik, quick but dirty. Okay. Advanced. Also ich glaube, da sind irgendwelche Übersetzungen komplett durcheinander gekommen. Farm Mode, stay on same location. Credits. Special thanks to all of your beta testers. Gibt es eine Errungenschaft, weswegen ich mir die Credits anschauen sollte? 35 versteckte Errungenschaften. Ist ja doch ein Scherzkeks. Das heißt, keine von denen ist direkt sichtbar, aber natürlich kann man bei Steam trotzdem alle sehen. Na gut, dann schauen wir mal. Thank you for all feedbacks. Zumindest sieht das Spiel an der Stelle schon mal nicht ganz so Pixelgrafik aus. News. 20.07.2017, Version 1.3.42. Angeblich gibt es ein Daily TV oder täglichen Podcast bei Berserk TV. Keine Ahnung, habe ich mir noch nicht angeschaut, habe ich auch noch nicht reingeschaut. Dann lass es mal lieber in Englisch, damit da nicht zu viel Unfug angezeigt wird. Ein Schädel. Mein erster Schädel. Okay, der normale, langsame Klicker funktioniert schon mal. Der schnelle Klicker funktioniert auch. Mit ein bisschen Verzögerung. Da fängt er schon an, stecken zu bleiben. Das ist eine Key to hit faster. Soll ich die da jetzt treffen? Moment. Okay. Go ahead and smash that keyboard. Was? Das heißt, ich kann auch einfach mit Enter-Taste. Aber ich darf die nicht gedrückt halten. Viel einfacher mit Maus. Okay, das ist die Old Cabin. Difficult 1 von 20. 20 Level. Also wenn ich die Viecher komplett erwische, dann kriege ich auf jeden Fall mehr Totenschädel. Jetzt komm schon! Okay, auf jeden Fall ist es lustig, dass man etwas zielen muss. Hey, mein erster Diamant. Was ist denn eigentlich das rote Zeug da? Das ist Premium-Währung. Okay, ich habe die erste Errungenschaft freigeschaltet. Meine Auto-Zombie-Horde. Und ein Magier. Dich habe ich erledigt. Ui, da ist irgendwas passiert. Make it big. Okay, also das sind die Bloodstones. Bloodstones are rare minerals containing Asian blood. They can be used in place of your own blood when signing deals with demons. Oh, Dämonen. Medaillen. Ah ja, sollte ich vielleicht erstmal das da ausschalten.
Ach, komm, Ruhe da hinten. Okay. Sound aus. Also Medaillen. 5000 Skulls. Alles nur Skulls. Non-Tap Damage Monster. Okay, hier kommt das nächste. Complete Area 50 bis 3000. Hidden Achievements. Gut, das hier sind Skull im Besitz. War. Also Restarts natürlich. Dann Tap Damage. Dann DPS. Und Secret Achievements. Von oben wahrscheinlich die Fortsetzung. Dann hier nochmal Skull im Besitz. Anzahl der zerstörten Gebäude. Level 10 mit Monstern erreichen. Und White Orbs. Das sind dann die Dinger da. Dann sind sowas wie die Hero Souls. 5% per Orb. Jawohl. DPS Boni. Und weiter. Das war's. Okay. Das sind die ganzen Medaillen. Dann hier meine Skulls sind im Endeffekt das normale Geld, nehme ich an. Was sind dann die Diamanten? Also, das sind die normalen Level Up. Das sind auch einfach nur die ganz normalen Boni. Okay, das geht schon relativ langsam aktuell. Was sind das da noch? Okay, White Orbs, Black Orbs. Und was ich mit den Diamanten machen kann, weiß ich auch noch nicht. Also, dann mal zack vorwärts. Ha, eine Scroll. Was ist da drin? Oh, I've got a deal for you, mein erster Demon. Give me some blood for a great reward. Skulls value mal 5 für 60 Sekunden. Okay, geht es nur einmal oder bekomme ich das als dauerhaften Skill freigeschaltet? Sobald ich den aufnehme, geht das Ding los. Was ist das? Okay, vielleicht brauche ich doch noch mal ein bisschen Sound, um zu hören, ob irgendwas. Oh! Okay, der Skull Value läuft bereits ab. Zeit mal hier ein bisschen aufzuleveln, damit die noch 30 Sekunden lang ein bisschen mehr bringen. Da schon wieder ein Magier. Was heißt denn überhaupt, warum sollte ich denn Surrender machen? Achso, das war wahrscheinlich irgendein Endboss. Okay, dann bekommt ihr jetzt wieder ein bisschen mehr. Reach Level 10 bis zum Monster, New Medal. Und jetzt bekomme ich die erste. Ja, ne, noch bekomme ich sie nicht, weil dazu brauche ich erstmal wieder 100. Hey, ein weiterer Diamant. Halt, stehen geblieben. Kann es sein, dass ich diese netten Diamanten nur von den Leuten bekomme? Oder war das einer? Das ist einfach Zufall. Was willst du mir sagen? Oh, eine Karte und eine Hölle. Also, erstmal hier habe ich doch jetzt irgendein. Genau, die ersten 10 Level erreicht. Hier habe ich jetzt eine Karte. So, das heißt, ich bin im Moment immer noch bei den Farmen und kann hier dann Level 21 auf die nächste Stufe gehen. Challenge. The angel appears to be attempting to rally support from the local villagers and soldiers. Stop him. Okay, hier kann ich einfach so weitergehen. Hier ist eine weitere Challenge, Level 25, Lumberjack. Was warst du, Level? Level 151 und Level 50. Naja, da schaue ich erstmal, dass ich noch ein bisschen auflevele.
Aber was genau hat jetzt die Hölle damit zu tun? Oh, ich kann mir meine eigene Hölle kaufen. Also, beziehungsweise ich kann mir meine eigene Hölle ausstatten. Und dann weiß ich jetzt auch, wo ich meine Diamanten ausgeben kann. Also, das scheint nichts zu kosten. Arcan Laboratory. The Lich works here. Tiresly invent new improved method to infuse evil power into anything and everything. Okay, dazu muss ich aber erst was Bestimmtes finden. Und hier muss ich noch einige weitere Diamanten finden. Alles klar. Also, bevor ich hier nicht mindestens 25 zusammen habe, brauche ich gar nicht wiederzukommen. Sehr schön. Oder nicht ganz so schön, weil noch kann ich da ja nicht wirklich was machen. Aber ich hoffe, das geht bald dann los. Was bedeutet das da? Sterbe ich dann? Ach nee, das ist wahrscheinlich der Cooldown für den Vertrag. Bestimmt ist es der Cooldown. Ich hoffe es jedenfalls. Interessant, der Autoklicker funktioniert nicht für die Buttons. Das heißt, da ist irgendeine Sperre drauf. Das ist ja cool. Also man kann zumindest nicht versehentlich seine Sachen aufleveln. Selbst wenn ich den hier einschalte, läuft er nicht auf den Buttons. Da haben sie das schon mal geschickt gemacht, dass das da dann unterbunden wird, so einen Massivklick auf dem Ding laufen zu lassen, weil sie wahrscheinlich doch davon ausgehen, dass man nicht seine Hardware zerstören möchte, sondern das Ganze nur mit einem Autoklicker letztlich spielt. Was natürlich auch bedeutet, dass die Leute, die tatsächlich keine Methode haben, mit dem sie möglichst viele Klicks generieren können, Schwierigkeiten haben, wahrscheinlich schnell genug vorwärts zu kommen, weil es dann doch sehr anstrengend ist, solche Unterstützungsklicks dann zu machen. Oder sie spielen halt einfach nur idle. Das heißt, dass sie zumindest keine Boni aus den verschiedenen... Aber ich glaube, die kleinen Manneken können auch nicht so ohne weiteres mit dem Autoklicker erwischt werden. Weil mit Einzelklicks kriege ich die sehr viel schneller, als wenn ich versuche, mit dem Autoklicker hinterher zu rennen. So, mal gucken, wann jetzt hier die nächsten auftauchen. Und versuche ich nochmal, welche zu erreichen, solange der Autoklicker läuft. So, das ist jetzt wieder das Letzte. Also wenn ich dem hier hinterher laufe, passiert irgendwie doch. Also ab und zu schon, aber irgendwie scheint es schwieriger zu sein, als wenn ich tatsächlich gezielt drauf drücke. Und immerhin bringen die Leute ja doch eine ganze Menge an Schädeln im Vergleich zu den paar Schädeln, die so ein Haus bringt. Hey, der sah groß aus. Komm her. 4, 4, 4. Okay, das sind die gleichen Vierer-Kombos, die auch bei denen möglich sind. Also Bob, mach mal ein bisschen mehr Schaden. So, bei 500 kann ich die nächste Schadenstruppe losmachen. Die Map kann ich jetzt hier aber, glaube ich, nur von dem großen Ding einsehen. Hey, da gibt es noch mehr, was ich für Diamanten kaufen kann. Fast Time Travel. Obtain one orb. Okay. The Touch of Fire. All Damage mal 4,5 für 60 Sekunden. School Value 7,5 für 5 Minuten. Viele Skulls. Und minus 5 House to Destroy per Difficult für 5 Minuten. Also, das ist auf jeden Fall hier die Premium-Währung. Free Offers. Ah ja. Muss ich das wirklich anschauen oder muss ich da noch einmal draufklicken? Ja, das Loading war bereits abgeschlossen. Kommst du auch wieder zurück? Nee. Okay, also die 5 habe ich wahrscheinlich jetzt bekommen, aber das sind die anderen Games.
Wir Zombies. Ihr seid vor allen Dingen grüne Zombies. Ha, da ist die nächste Scroll. Jetzt mache ich mal den Ton an. Mal gucken, ob da irgendeine bestimmte Geräuschkulisse gemacht wird. Ah, die wird dann da oben eingesammelt. Hallo, meine Süße. Give me some blood for a great reward. Okay, diesmal bekomme ich eine Chest. Na gut, her damit. Okay, meine ersten Gegenstände. At 4 seconds to boss battle. At 1,5% total DPS per White Orb. Und 30% Zombie-Hose. Ah, okay, jetzt muss ich auch noch was aussuchen. Okay, dann nehme ich mal den 30% DPS-Bonus. Und den sehe ich jetzt wo? Ah ja, die Relikte. So, für 2 kann ich das kaputt machen. Und okay. Mal sehen, wie viele ich tatsächlich davon insgesamt verwenden kann. Damit ist also die nächste Mechanik freigeschaltet. Sowas wie die Relikte. Okay, Sound wieder aufmachen. Weil irgendeine nette Stimme hat sie jetzt nicht gehabt. Dann ist es nicht weiter notwendig. Ah ja, also dieser Magier ist der Boss. So, jetzt habe ich noch ein Blot. Wahrscheinlich kann ich jetzt nur noch einen Pakt machen und dann muss ich neu starten oder muss ich dann sterben oder was muss ich dann... Also, naja, ich werde es ja gleich wissen, was dann passiert, weil ich denke, so lange wird es nicht mehr auf sich warten lassen. Da ist ein Mensch gewesen. Hier ist ein... Hey, kann es sein, dass dieser mit dem komischen Anzug generell einen so einen Diamanten fallen lässt? Aber es scheint ziemlich random zu sein, wann tatsächlich Leute rauskommen. Das 10. Haus wird auf jeden Fall welche freisetzen, nehme ich an. So, jetzt wird es mal Zeit, auf die 500 zu sparen. Ah ne, die haben jetzt alle die dunklen. Aber auch da ist wieder ein Diamant. Das heißt, zumindest die Diamanten sind nicht ganz so selten. Die sind schon ganz ordentlich zu finden. Und... Das sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Dann kann ich hoffentlich noch auch in diesem Video schon mal den ersten Ausbau für die Hölle vornehmen. Wobei, habe ich jetzt eigentlich die 5 bekommen? Ich denke nicht, weil sonst hätte ich ja vorher schon 2. Hätte es ja schon mindestens 7 sein müssen. Also das mit dem Video und den 5 Diamanten hat irgendwie nicht geklappt. Komm her, noch einer. Jawohl. Da hätte es doch mal ein Achievement geben können, wobei vielleicht gibt es ja noch ein anderes Achievement, das irgendwie die Leute zählt, die ich direkt anklicke. Weil nur Gebäude einreißen ist ja auch ein bisschen eintönig. Okay, Schwierigkeit 28 von 40 und jede von diesen Schwierigkeiten hat im Moment 10 Häuser. Aber ich könnte das mit diesem Diamantbonus natürlich verkürzen und dazu dann 5 Minuten lang nur 5 Häuser anklicken müssen. Der nächste ist freigeschaltet. Also anscheinend beziehen sich die Errungenschaften vor allen Dingen darauf, welche Monstertypen ich freigeschaltet habe. Und da sind wieder Leute unterwegs. Also her mit euch. Da ist noch einer. Oh, ein neuer Glorious Scout Tower. Schauen wir mal, wie er aussieht, wenn er zu Bruch geht. So, bei 50% fängt er Feuer, bei letzten 25% ist er dann nur noch eine halbe Ruine. So, tam tam tam. Ja, ja, die Menschen sind meine Sache. Da kommt die nächste Scroll. Mal gucken, was sie mir jetzt anzubieten hat. Und nochmal eine Chest. Und mein letztes Blut gebe ich dafür her. Also, was ist in der Chest drin? 2 Sekunden Boss Battle, at 20% dual DPS, wenn Bob sleeps. Oh. Passiert das, wenn sein... Das will ich sehen. Das heißt, fällt der dann gleich in den Schlaf, wenn die Zeit dort um ist.
Tja, nicht genug Schädel. Hier gibt's noch nichts Neues. Na dann, mach mal weiter. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass der Button schon freigeschaltet war, bevor ich die nächste, also bevor ich die Schädel tatsächlich eingesammelt hatte? Okay, noch 2,5 Minuten. Was auch immer dann passiert, ob er dann zu wenig Blut hat und okay, der nächste Boss-Fight. Boss, Difficult 30, come on, Sick Blasphemous Union. Ey, da sind Leute. Aber ist wahrscheinlich egal, wie viele Leute das sind, weil die haben jetzt keinen besonderen Bezug. So, hier ist bei 500 das nächste Upgrade. New Metal Reach Level 25 vs. Monster, Non-Tap Monster Damage. Wäre ja gut, wenn ich mal irgendwelche Blutstropfen bekommen würde. Also was war das? Bloodstones. Rare Mining contains Ascended Wood that can be used in place of your own blood when signing deals with demons. Okay, das heißt, die kann ich dann ausgeben, wenn ich... Ja, scroll mir, bring mich doch gleich dahin, wo das Zeug ist. So. Wenn ich jetzt kein Blut mehr habe für den nächsten Contract, aber ich weiß ja noch nicht, wie oft ich die bekomme, also werde ich wahrscheinlich dann keine Contracts mehr unterzeichnen, ganz einfach. Noch 30 Sekunden. Und dann geht mein Held schlafen und dann kann ich keinen Klickschaden mehr machen. Und, was passiert jetzt? Ah, okay. Das heißt, nach 20 Minuten wird einfach nur ein Blutstropfen regeneriert. Das ist alles, meine Güte, kein sehr spannender Timer. Da hätte ich mir mehr erwartet. 2% Horde DPS for each level. 96. Wenn ich jetzt schon Difficulty 32 bin, dann müsste ich doch jetzt eigentlich auch eine Challenge erreichen können. Okay, dann mal gucken, was sie jetzt anzubieten hat. Und... Cool Value 4 Minuten, nee, dafür werde ich jetzt keine Kohle oder kein Blut mehr ausgeben. Das ist mir nämlich dann zu teuer. Und hier war jetzt eigentlich nur wieder das XP. Genau, da habe ich jetzt 5000 Skulls eingesammelt. Ah ja, genau, ich wollte ja zu dem, zu der Challenge. Auf zur Challenge. Aber ich kann schon weiter. Warum sagt mir das denn keiner? 41,60, 51,70. 2 Minuten für 25, Level 25. Ja, das war doch nicht so schwierig. Was macht der da hinten? Die Challenge ist doch schon abgeschlossen. Ein Unique Item at 100% Non-Tap Monsters. Also DPS oder was? Challenge complete. Das heißt, meine Monster haben jetzt ihren Damage verdoppelt. Hat ja auf jeden Fall schon gelohnt. Und ich bin jetzt aber, glaube ich, in der falschen Ebene gelandet. Aber es scheint ziemlich egal zu sein. Wieso muss ich jetzt eigentlich die Difficulty wiederholen? Muss ich nicht, oder? Level 25 Challenge. A Strong Lumberjack. Okay, den habe ich schon besiegt und deswegen ist der jetzt weg. Gut, dann schaue ich mir jetzt hier doch gleich mal die nächste Challenge an. Mal gucken. Okay, 34.000, das wird schon ein bisschen schwierig. Da werde ich mal noch ein bisschen Geld ausgeben, damit ich mit dem Klicken ein bisschen besser unterstützen kann. Auf jeden Fall scheinen meine Leute nicht dabei drauf zu gehen und die 2 Minuten scheinen doch ganz gut auszureichen, weil ich habe jetzt schon die Hälfte vom DPS weg, vom HP, also von den Lebenspunkten. Und er ist auch gleich besiegt. So, das mit dem Angel wird dann auf jeden Fall noch ein bisschen länger dauern, weil ein Level 150 Monster, das dürfte dann doch um einiges stärker sein, als ich aktuell bekämpfen kann. Aber eine nächste Schatzkiste. Ich weiß nicht, warum die Animation da hinten dann die ganze Zeit weiterläuft. Reicht ja, wenn der einmal dahin kommt.
Get 1000 starting skulls when using a time portal. Okay, das heißt, ich starte dann mit 1000 skulls, wenn ich eben wahrscheinlich einen von den Resets mache. Und jetzt zurück zu einer anderen Stelle auf der Landkarte. So, das heißt, hier bin ich noch gar nicht durch, weil das ist noch nicht grün eingezeichnet. Weil klar, ich bin jetzt noch 30. Aber ich kann trotzdem schon einfach so wechseln. 41,60. 51,70. Ist ja lustig. Ach nee, das heißt nur, dass ich da bin. Das heißt, hier bin ich auch noch nicht durch gewesen. Das heißt, ich bin tatsächlich erst bei 18 von 20. Naja, dann machen wir doch die Stufe erstmal noch fertig und gucken mal, was da passiert. Ob es da am Ende auch noch ein, irgendeine besondere Kiste gibt. Auf jeden Fall geht es doch hier schon ziemlich flott. Also bei den Leuten muss ich echt nur so ziemlich in die Mitte klicken. Dann gehen die, erwischt die auf jeden Fall. Aber ich darf den Autoklicker nicht aktiv haben. Weil dann erwische ich die sehr viel schlechter. Hey, da ist doch gerade einer weggelaufen. Oder war das nur explodierendes Häuschen? Da gibt es einen Magier. Area completed. Super. Jetzt bin ich tatsächlich offiziell in die nächste Runde oder in das nächste Level aufgestoßen, vorgekommen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, erstmal die Leute und dann die Scroll. Ich kann die Scroll auch aufheben, wenn ich nicht genug Lebenspunkte habe. Dann könnte ich mehrere von den Kontrakten ansammeln. Gut, her mit der Kiste. Kisten sind okay. ...5% Skull Value. 10% Non-Tap Monsters und 20% Horde DPS. Ich nehme ein bisschen mehr Geld. Wo werden die jetzt eigentlich alle angezeigt? Laufen die alle hier rein? So, die Unix kann ich jedenfalls nicht kaputt machen. So, die Commons kann ich natürlich kaputt machen und das Ankommen. Bin ich ja echt mal gespannt, wie viel ich davon einsammeln kann, weil es sieht ja jetzt nicht so aus, als wären die unbedingt in irgendeiner Form begrenzt. Gut, das neue DPS Damage. Eine Slutsform. Was ist das denn? Autotap vor 5 Sekunden. Okay. Cool. Das war ein heftiger Meteorschauer. Okay, die nächste Scroll, die ich jetzt dann mal stehen lasse. Mal gucken, wie viel Scrolls ich insgesamt ansammeln kann. Ein Hobel. Wäre ja noch lustig, wenn die Dinger unterschiedlich kaputt gehen würden, aber es hat im Endeffekt einfach seine 3 Stufen. Ich glaube, ich habe bisher noch keine Diamanten außerhalb von den Leuten bekommen, aber ganz so häufig scheinen sie dann doch wieder nicht zu sein. Ui, da kommen bestimmt viele Leute raus. Genau, ist auch schon wieder sozusagen ein Endboss, eine epische Kolonialfarm. Da ist mal wieder ein Diamant. Okay, Endboss-Zeit. 26 Sekunden, aber das sieht gut aus. Auch dieser Endboss-Gegner wird es nicht überleben. Mit einem weißen Orb. Das heißt, diese weißen Orbs
Okay, das sind die zwei, die ich dann bekomme, wenn ich resettet habe. Und jetzt bin ich auf welcher? Okay, auf der 41 bis 61, bis 60. Ah, auch diese Karte lässt sich natürlich scrollen. So, was habe ich hier? 51 bis 65 und 251 bis 265. Und du warst 151. Naja, lasse ich erstmal das durchlaufen, wo ich jetzt bin. Das heißt, ich muss mir die jetzt extra angucken, nur damit dieses Fragezeichen, Ausrufezeichen verschwindet. Ah, es wird sogar verkleinert. Hey, was ist das da? Du schläfst? Ah, wenn ich zu lange inaktiv bin, dann... Das ist ja lustig. Das heißt, wenn ich ein paar Minuten, oder beziehungsweise Minuten waren das doch jetzt noch gar nicht, nicht da bin, dann fängt er an einzuschlafen. Und dann greift dieser DPS-Bonus für meine anderen Leute. Der hat auf jeden Fall keinen Orb mitgebracht, Sauerei. Aber ist halt auch kein Nuller-Boss. Wahrscheinlich liegt es daran. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass mein Click-Damage noch so viel Relevanz hat, dass ich damit tatsächlich auch einige Auswirkungen habe. Mir entkommt keiner. Hey! Verdammt, mir ist einer entkommen. So eine Sauerei. Komm sofort zurück. Ich muss dich noch anklicken. 4000. Na komm, jetzt dauert es doch nicht mehr lange, dann kriege ich mein nächstes Monster. Noch einen Schädel, komm. Und die nächste Errungenschaft freigeschaltet. So, wen haben wir da jetzt? Red Knight. Dann der nächste ist der Blue Spectre. Nee. Okay, aber hier wird es gleich angezeigt. Level 10 und dann bis Level 100. Schaue ich mir doch am besten mal die nächste Challenge an. Also, auf zur nächsten Challenge. Unique Rewards lies ahead, but the catch. Idle Monsters are not allowed here. Oh. Okay, dann sollte ich vielleicht meinen Bob noch ein bisschen ausrüsten. Wenn ich den ganz alleine besiegen muss. Was hast du denn jetzt eigentlich noch anzubieten? Nein. Nur vierfach. Ich glaube, du spinnst. Was bekomme ich hier noch? 50% Bob, der denken manche. Okay, bis Level 50 mache ich und dann gehe ich zum Boss. Ja. Corporate Lutch Zombie Producer, Greedy Developer. Spam all your friends on Facebook for this reward. No. Ey, ich glaube ja, weil du spinnst. Ich habe ja gesagt, no. Game should freaking stop spamming people. Ganz genau. By the way, here's your reward. Okay, danke. Fünf Minuten vierfaches Skull Value. Das sollte mich jetzt schnell auf Level 50 bringen und dann kann ich den Boss machen.
Okay, das ist schon fast das letzte Difficulty. Und Level 50. Jetzt brauche ich nochmal 10.000, um die DPS von meinem Necromancer zu verdoppeln. Um 50% zu steigern. Und dann denke ich, bin ich ready für den nächsten Big Boss. 10.000. Ha, es gibt endlich wieder einen Boss with White Orb und er ist ankommen. Das heißt, ich kriege vielleicht noch was Schönes dazu. Area completed. Sieht nicht so aus. Dafür geht es hier jetzt wieder schön flott vorwärts, nachdem ich ja meine Leute schon ganz gut. Ein bisschen der Mindklick-Schaden schon ganz gut hoch. Hey, da ist noch einer. Hochbekommen habe. Da rennen gleich die nächsten Leute durch die Gegend wie aufgescheuchte Hühner. Also noch anderthalb Minuten. Einmal nochmal den Schadensdingsbums hier drauf. Jawohl, so habe ich mir das gedacht. In der Hinsicht kommt es dann tatsächlich auch dem Trailer nahe, wo es irgendwie darum ging, unglaublich viel Chaos zu veranstalten. Zeit mich, wie versprochen, um den Boss zu kümmern. Ja. Ich denke, dass mein Bob den jetzt alleine schafft. Ha! Ach nee, was ist denn hier los? Wie viele muss ich denn jetzt hier klein bekommen? Ah, okay, jetzt bin ich schon. Nee, okay, keine Ahnung. Wie viele? Bis 65 muss ich da jetzt kommen, um die Challenge zu schaffen. Zumindest bin ich hier schon Difficulty 64. Es könnte knapp werden. Aber schaffbar. Ja. Interessant. Das heißt, da musste ich tatsächlich selber schnell genug durchkommen. Show your friends you are living a better life. Key item. Das ist das Item, was ich brauche für die Hölle, um dieses eine Ding da freizuschalten. Da brauchte ich doch wohl ein Special Item. Okay, das ist die nächste Errungenschaft. Also die ersten vier Errungenschaften waren Brains. Und zwar die beiden. Also beziehungsweise die ersten drei Errungenschaften. Die ersten drei Errungenschaften bezogen sich auf die Monster. Und das Neue ist jetzt, ich habe ein Cellphone freigeschaltet. Ah ja. Spectre Genie Code. I am a Spectre Genie. Reply to this mail with a secret code and I shall grant you with a vexum sauce. As in rewards, not the other thing. Spectre Genie Code. Hotter Mail. 0 Minuten. 59 Sekunden. Oh, sweet juicy reward. Hey guys, welcome to your mail app on the cell phone. Here you will be able to claim rewards from us, as we will use any codes you have found while playing on the game. We have attached a little something to this mail to enjoy. Okay, dann her damit. 20 Items. Okay, hier, Ray Bloodstones. Congratulations on making further progress in the conquering of this land. You have reached level 50 for the first time, so I have 5 Bloodstones for you. Remember, you are perfect and complete just as you are. Jawohl!
Okay, jetzt ist noch die Frage, was der Spectre-Genie-Code ist. Okay, das heißt, das Item hier war es jedenfalls noch nicht. Arcanlabor, aber du bring mir das Item and I will start cooking. So, dann mal schauen. Also, Armageddon Armory, Corporate Bank of Capitalism und Golden Shower of Deathness und Chaos Resort. So, Golden Shower of Deathness oder Armageddon Armory? Machen wir mal Golden Shower of Deathness. Bestimmt gibt mir das mehr. Ah, okay, ich krieg's vorher angezeigt. Alles klar. 5% auf ihr Total DPS to Tap Damage. Genau, das heißt, ich krieg mehr Schaden beim Tapping. Und hier at 100% auf Non-Tap Monsters. Also die anderen bekommen 100% Schadensbonus. Was bekomme ich hier? Hier bekomme ich 100% Skull Value. Und hier kriege ich Increase Devil Deal Bonuses. Was ist das? Okay, das heißt, ich kann die Dinger aufwerten. Und kostet mich dann 6 Diamanten. All Damage mal 2. Das ist also der andere Bonus, den ich auch noch bekommen kann. Und die beiden hier unten gibt es auch. Okay, das will ich aber vorerst nicht. Dann würde ich sagen, ich nehme mal das hier mit. Dann kann ich noch mehr mit Klick unterstützen. Yes. In 30 Minuten zumindest ist das fertig geschaltet. So, Statistiken. This Timeline und Skulls Collected, Orbs Collected. Das ist wahrscheinlich die Nummer. Ah ja, das ist das mit dem Selfie-Dingsbums. Walking on Plaza del Bob. New Deck is gonna sick. Everybody's running, but half of them ain't burning. Okay, irgendwelche netten Gimmicks. So, das heißt, hier kann ich wahrscheinlich meine Selfies angucken. Walking on Plaza. Ah ja. Kriegt man die wieder gelöscht? Schau, Bob. Du bist Bob. Ah ja, richtig. Habe ich schon ganz vergessen. So, Options. Ah, okay, das sind die Options von vorhin. Alles klar. Wie? Du hast den Boss nicht erledigt? Muss man sich denn um alles selber kümmern? So, inzwischen habe ich wieder 2 Blutstropfen. Oh, 5. Na gut, her damit. Ach, das heißt, die Belohnung von diesen Diamanten kann ich auch in der Hölle verbessern. Da muss ich jetzt glatt nochmal nachschauen. Also, das war glaube ich hier. Und das bedeutet, genau, statt 5 bekomme ich dann 6 Diamanten. Okay, aber wie? Ach so, genau, ich muss einfach das Teil bauen. Coole Sache. Gut, vielleicht überlege ich mir dann doch, das ein bisschen früher zu bauen als zum aktuellen Zeitpunkt. Also, als ich zum aktuellen Zeitpunkt vorgesehen hätte. Nicht weglaufen. So, das sind im Endeffekt die Orbs zuzubekommen. Hier war doch auch noch, genau, das Rampage. Achso, das kann ich hier auch kaufen. Was stelle ich jetzt an? Hier ist was dazugekommen. Time Portal. Repair broken orbs. This will keeps your metal item and hell progress. Und dann fange ich wieder von vorne an. Okay, ein bisschen was will ich schon noch weitermachen. Also ich werde jetzt noch nicht das Time Portal verwenden. So, die Challenge 61 bis 65 ist schon abgeschlossen. So, 250, das wird noch ein bisschen heftig, aber dann kann ich mir den nochmal angucken. Vielleicht kriege ich den ja doch schon klein. I've got a meeting, so let's. Oh, 19,5. Okay, vergiss es.
I'm invincible. Ja. Naja. Okay, wo mache ich jetzt weiter? Ich level am besten mal hier ein paar Leute hoch. Dass die mal ein bisschen in die Puschen kommen. Also es kostet immer nur eins. Auch wenn da zwei drunter steht, heißt das einfach nur, dass ich zwei gehabt habe. So, also ich will wenigstens noch meinen fünften Orb haben, bevor ich dann den Time Travel mache und den ersten Reset und damit auch die Folge beenden werde. So, dann hoffe ich mal, dass der letzte Magier bei der 70 dann auch wirklich einen Orb bereithält. Er hat keinen Orb mitgebracht, du Idiot. Hättest ja wenigstens was dabei haben können. So, damit ist das auch completed. Und eine Box gab es auch nicht. Nix gab's. Noch 20 Minuten. Dann steigt hoffentlich mein Click-Damage deutlich an. Immerhin bekomme ich dann 5% von den anderen DPS-Sachen dazu. So, mal gucken, was passiert, wenn ich kein Blut dabei habe, ob die tatsächlich auf diese Bloodstones gehen. You are out of blood. Would you like to use a bloodstone? You have 55 left. Hm. Nee, ich weiß noch nicht, wie oft ich die bekomme. Okay, also aber ich kann tatsächlich die Bloodstones einsetzen. Aber im Moment kann ich noch nicht abschätzen, wie selten die Dinger tatsächlich sind. Ja. Jetzt ist er auf jeden Fall auf gleicher Stufe wie der da. Okay, bringst du mir jetzt meinen letzten Orb, den ich haben will, oder nicht? Ja, wow, drei Orbs. Naja, dann kann ich ja danach in Ruhe in Ruhestand treten und alles von vorne anfangen lassen. Sehr gut. Drei kaputte Orbs. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so gut, aber es ist okay. So, 11 Minuten noch. Dann ist mein Ausbau fertig. Und jetzt heißt es erst einmal zum Time Portal zu gehen. So, die Challenge ist schon gelaufen. Hier bin ich jetzt. Hier bin ich aktuell. 61 bis 80. Also, auf zum Time Portal, um damit dann diese Folge ein abzuschließen. You will keep your medals, items and health progress. Okay. Also, auf geht's. Yes. First reset. Use a time portal for the first time. Sehr lustig. Warum das so schwer zu lesen ist, weil es spiegelverkehrt in der Errungenschaft steht. Oder einfach nur rückwärts. Ah, ich weiß auch nicht. Okay, was haben wir denn da Neues? Collect your Steam Badge. You have logged in from Steam. Click here to collect your badge. Steam Unique, 20% of White Orbs Drops. Okay, nett. Ich habe jetzt trotzdem noch keinen neuen Dingsbums und dich muss ich jetzt erstmal auf. Ah ja, genau, ich starte jetzt mit 1000 am Anfang. Das ist natürlich schön. Und da könnt ihr gleich schon mal loslegen. Mit einem kleinen Bonus. Ja, ich klicke sie ja schon an. Da explodiert die Hütte. Oh, er ist jetzt schon aufgewacht, der Arme. Nicht mal seinen geliebten Mittagsschlaf konnte er erhalten.
Okay, so, hier nochmal 25% Bonus und den habe ich schon gekauft. Meine Güte, die Menschen hören ja gar nicht mehr auf, hier rumzulaufen. Und vor lauter Schädeln sehe ich überhaupt nichts. So, auf jeden Fall, die Scroll ist mir auch erhalten geblieben. Dann mal schauen. Nein, das ist die nette, süße Skulls Value. Nee, danke. Ich bekomme auch so genug Skulls zusammen. Multiple by one. Total DPS. Ah, okay, hier kann ich ein Multiplier aktivieren. Ist mir der vorher bloß noch nicht aufgefallen. Okay, in 7 Minuten ist das Klickbonus fertig. Oh, natürlich kann ich die Challenges nicht wiederholen. War ja klar, ich kann ja nicht jedes Mal so viele Unique Items einsammeln. Dann ist nur die Frage, was passiert eigentlich danach? Was ist denn das da unten noch? Da gibt es eine Secret Challenge. Ach, da kann ich jetzt die Dinger wieder ausgeben. Nee, ich werde die ganz sicher nicht ausgeben. Ich habe gerade mal 7 Stück bekommen. Ich habe jetzt bloß einen Schadensbonus von 35%. Die werde ich erstmal noch behalten und mal sehen, wann die ersten Black-Dinger dann auftauchen. So, mal sehen, ob ich im Spiel irgendwann die Dinger finde. Dann werde ich mich auch entscheiden, ob ich die Dinger für solche Contracts ausgeben will. Und ansonsten, ja, mehr gibt es hier jetzt eigentlich nicht zu tun. Außer mich erst einmal von euch zu verabschieden und ja, bis zur nächsten Folge. Und mal sehen, wie das hier mit dem Zombie-Idol weitergeht und was hier noch so alles freizuschalten ist. Soweit auf jeden Fall ein erster Blick auch in dieses neue Klickerspiel. Wobei ich weiß gar nicht mehr, wie neu das ist, aber bis demnächst wieder. Tschüss!